Liebe Trader, Slingshot-Long-Signale haben aktuell eine Trefferquote von fast 100%. Was zeichnet dieses Signal aus und welche Aktien könnten nach dieser Strategie jetzt ebenfalls zeitnah durchstarten? Die Antwort darauf gibt es im heutigen Video. Ich habe hier das Trade-Radar eingeblendet und mit Hilfe des Trade-Radars und den Echtzeit-Trefferquoten können wir zum einen Rückschlüsse auf die aktuelle Gesamtmarktverfassung ziehen und eben den Signal mit einer hohen Trefferquote, alles größer 80%, eine große Aufmerksamkeit schenken. Und wenn wir jetzt hier mal schauen unter den Swing Trading Signalen, hier haben wir das Slingshot Long Signal. In den letzten 5 Tagen gab es 8 Signale und die Trefferquote liegt bei 100%. Bevor wir uns jetzt einige Beispiele anschauen, müssen wir noch klären, was verbirgt sich denn hinter dem Slingshot-Signal. Slingshot bedeutet übersetzt Steinschleuder. Das Signal stammt aus dem Buch Hit-and-Run-Strategien von Jeff Cooper und dieser hat beobachtet, dass oft Aktien marginale Hochpunkte erreichen, um im Anschluss sofort wieder umzukehren. Und bei dem Handelssignal Slingshots werden nach starken Händen in Ausbruchssituationen gesucht. Soll heißen, starke Hände treten auf, wenn Breakouts nach einer kurzfristigen Schwächephase zu alter Stärke zurückfinden und diese Breakout-Bewegung wieder aufnehmen. Betrachten wir das konkrete Regelwerk. An Tag 1 muss die Aktie auf ein neues 2-Monats-Hoch ausbrechen. Am zweiten Tag jedoch wird diese Ausbruchsbewegung wieder abverkauft. Die Aktie muss dabei mindestens um ein Achtelpunkt unter den Tiefkurs von Tag 1 fallen und gekauft wird dann am zweiten oder dritten Tag, wenn sich die Aktie wieder fängt und das Hoch von Tag 1 um ein Achtelpunkt überschreitet. Nochmal zusammengefasst bedeutet das Ganze, wir haben eine Aktie, diese wiederum setzt zum Breakout an, dann wiederum zeichnet sich eine sogenannte False Breakout Situation ab, ja, der Ausbruch wird wieder abverkauft. Dadurch werden gerne kurzfristige Trader aus diesen Aktien wieder herausgespült. Oft werden diese dann auch als zittrige Hände bezeichnet. Und wenn man dann aber beobachten kann, dass die Aktie wiederum zur alten Stärke findet und das Hoch von Tag 1 herausnimmt und damit eben diese Breakout-Bewegung fortsetzt, dann spricht man von starken Händen und damit ist die Wahrscheinlichkeit auch dann hoch, dass dieser Ausbruch von einer gewissen Nachhaltigkeit geprägt ist. Interessant ist vor allem in schwachen Marktphasen, in Marktphasen, die von einer gewissen Unsicherheit, von Schwäche geprägt sind, dann tun sich oftmals Ausbruchsbewegungen schwer, werden tendenziell wieder abverkauft. Oder in Bezug jetzt auch auf Einzelaktien, wir haben Titel, die in ihrer Aufwärtsbewegung schon recht weit fortgeschritten sind. Auch dann erleben wir immer wieder solche sogenannten False Breakout Situationen. Aber wie gesagt, wenn wir eben sehen, diese kurzfristige Schwäche wird sofort wieder revidiert, die Aktie setzt erneut zum Breakout an. Das sind klare Stärkesignale. Das zeigt, die Aktie, die will nach oben, hat weithin diesen Aufwärtsdrang und dann sind diese Slingshot-Signale wunderbare Long-Signale, wie jetzt ja auch in den letzten Tagen wir beobachten konnten. Betrachten wir ein paar Beispiele über die letzten Tage. Wir nehmen einen 10-Tages-Zeitraum und beginnen mit einer Bet-at-Home-Aktie. Bet-at-Home ist genau ein solcher Kandidat. Wir sehen, diese Aufwärtsbewegung ist schon relativ weit fortgeschritten und in solchen Phasen kommt es immer wieder gerne zu diesen sogenannten False Breakouts. Tag 1, was ist passiert? Aktie hat zum Ausbruch angesetzt mit einem neuen 2-Monats-Hoch. Dann hat man aber gesehen an Tag 2, wie die Aktie kurzfristig wieder Schwäche entwickelt hat. Das Tief von Tag 1 wurde deutlich herausgenommen, dann aber kam es zu dieser dynamischen Reversal-Bewegung. Hier waren übrigens auch Zahlen im Spiel. Und dann an Tag 3 wurde direkt wieder diese Breakout-Bewegung aufgenommen und wir sehen, diese hat bis heute Bestand. Betrachten wir ein weiteres Beispiel mit GFT. Hier haben wir eine andere Situation. Übergeordnet befindet sich GFT ja immer noch in dieser volatilen
Seitwärtsphase ist aber dabei, hier an einer neuen Aufwärtstrendstruktur zu arbeiten. Und auch in solchen Situationen sind Slingshot-Signale interessant, wenn diese Titel eben dabei sind, eine neue Aufwärtstrendstruktur auszubilden. In solchen Phasen sieht man aber auch immer wieder gerne, wie diese ersten Stärkeimpulse wieder zum Abverkauf genutzt werden, weil eben gewisse Marktteilnehmer hier immer noch auf entsprechenden Verlusten sitzen. Wenn man dann aber beobachten kann, dass die Aktie nach dieser ersten kurzen False-Breakout-Situation direkt danach wieder Stärke entwickelt und offensichtlich diesen Aufwärtsdrang verspürt, dann wird es interessant und man sieht Tag 1 neues 2-Monats-Hoch, an Tag 2 neues Tief und dann aber an Tag 3 hat die Aktie direkt wieder Stärke entwickelt und jetzt stehen wir auch schon ein Stück weiter oben, das heißt auch in solchen Situationen sind Slingshot-Signale interessant, vor allem wenn eben auch die Trefferquote entsprechend hoch ist und man am Gesamtmarkt auch beobachten kann, dass zum Beispiel Ausbruchsversuche abverkauft werden. Abschließend können wir jetzt noch schauen, welche Aktien stehen vor einem solchen Signal. Interessant finde ich eine Leonie-Aktie, nachdem hier zuletzt die 2016er Zahlen vorgelegt worden sind und ein guter Ausblick für 2017 gegeben wurde, ist diese Aktie ja wunderbar angesprungen. Wir haben hier einen sehr schönen Konsolidierungsverlauf jetzt über die letzten Wochen beobachten können und hier zuletzt vor 3 Tagen ähnliche Situation beziehungsweise vorgestern kurzfristig neues 2-Monats-Hoch, aber es gab keine Anschlusskäufe, es gab dann aber auch keine Anschlussverkäufe in Folge und wenn der Titel jetzt erneut sich berappeln sollte und wiederum das Hoch von Tag 1 und damit auch ein neues Jahreshoch markiert, dann würde auch eine Leonie-Aktie wiederum zumindest für eine mehrtägige Swing-Bewegung interessant werden.